und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Im Flohmarkt Zach habe ich ein altes Kochbuch gefunden von meiner Mama. Schmankerl aus dem Bauernjahr, aus den 90er Jahren, mit kulinarischen Leckerbissen aus Ostbayern. Das Bierhall ist so aufgebaut, erst Suppen, Mehlspeisen, Fleischspeisen und so weiter. Bei uns hat es nämlich auch vor der Maisspeise eine Suppe gegeben. Weil eine Mehlspeise ist keine Nachspeise. Das ist normal ein richtiges Essen, aber manchmal ein bisschen zu wenig. Deswegen hat es da immer Suppen davor gegeben. Bei uns gibt es heute eine Mehlspeise. Und zwar die Rupfhauen. Die hat es ab und zu bei uns gegeben. Lieber war unser Reinzein. Reinzein ist nämlich bei uns in Niederbayern ein Apfelstrudel gewesen. Ohne Shishi drinnen, nicht mit Rosinen oder sonst was, sondern bloß mit Äpfeln und Sauerrahm gefüllt. Gibt's ja sowieso heute nicht. Heute gibt's ja die Rupfer. Apfelstrudel habe ich ja schon drinnen auf YouTube, wenn euch das interessiert. Schaut es auch gern um. Jetzt möchte ich euch nur zum Beispiel, gibt's bei diesen Besonderheiten aus dem Bauernjahr, weil die haben ganz verrückte Namen gehabt. Also das zum Beispiel, diese kleinen Schwammerl da, die haben wir in der Hausordnungsschule sogar gemacht. Das ist ein Nudelteig und vorn kommt da so ein Leben auf. Schaut niedlich aus, ist aber wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Und wenn man da weiterschaut, was hat es denn da alles gegeben? Ein umtrauten Bauernschwanz. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den mag. War schon spannend. Okay. Man, da steht auch drin, wie man einen Streichkäse macht. Und ganz verschiedene Sachen. Ich werde euch mit einigen Sachen daraus beglücken. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und so schaut das Rezept aus in dem Kochbuch. Steht da nicht besonders viel geschrieben dort. Aber ich kann mich an manche Sachen eben auch noch gut erinnern, wie das ausgeschaut hat. Wie ich schon sage, komisch, an Sachen von 60 Jahren kann ich mich nicht zurückerinnern. Was gestern war, ist schon schwieriger. Und Bilder sind auch keine drinnen. Man weiß eigentlich nicht, wenn man es noch nicht gesehen hat, wie es ausschauen soll. Und so schauen meine Zutaten aus. Das ist jetzt die Hälfte von meinem Rezept, denn mein Mann ist skeptisch. Ich glaube, der mag das wieder nicht. Der isst ja dann bloß ein kleines Eckerl. Also, für vier Leute haben es 500 Gramm Mehl, etwas Wasser, eine Prise Salz, eine Tasse Quark, ein Ei, zwei Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Butter, ein Viertel Liter Milch und danach Zimtzucker zum drüberstreuen. Und wer will, der kann auch Äpfel eine da unten in die Reine oder in den Topf. Und auf Äpfel braten. Wir haben immer Äpfel drinnen gehabt, deswegen tue ich ja Äpfel rein. Aber ihr könnt es auch ohne Äpfel machen. Dann gibt es unten bessere Ramen dran, also so Krustel dran. Aus dem Mehl, dem Salz, der Butter, dem Ei und dem Quark. Und wer will, mit ein bisschen Wasser. Ich habe ja jetzt die Hälfte des Teiges. Und ein ganzes Ei, ich glaube, ich brauche das Wasser nicht. Aus diesen Zutaten stellen wir jetzt einen weichen Nudelteig her. Also kneten. Man kann den auch in der Küchenmaschine kneten, aber ich möchte ja das so machen, wie das früher auch die Bauern gemacht haben. Und die haben bestimmt keine Küchenmaschine gehabt. Der Teig, der ist jetzt nur ganz bröselig. Ich glaube, der kann schon Wasser vertragen. Diesmal ist ungefähr so ein Esslöffel voll. Da probiere ich jetzt weiter zu kneten. Da habe ich jetzt so 5 Minuten angeknetet und der ist schön geschmeidig und auch ein bisschen weich. Und den teile ich jetzt auf. So, schauen wir mal. Vielleicht in 4 Stück. Aber ich glaube, das wird zu groß. In 6 Stück aufteilen. Nun mache ich aus den Teigstückchen so ein Bällchen.
Und die werden dann mit Nudelwolke ausgerollt. So ungefähr handgroß steht dort. Ist noch, kommt natürlich drauf an, wie groß die Hände das man hat. Und ist euch auch aufgefallen, da ist jetzt wirklich nicht viel drin. Es ist ja fast kein Zucker nicht drinnen. Und das ist wirklich ein Essen, vielleicht für ärmere Leute, wo man sagt, die haben nicht viel Geld oder es geht schon zum Monatsende zu. Bei uns hat es ja davor eben meistens eine Suppe gegeben und dann ist man auch satt geworden. So, ungefähr ist eine Hand groß. Also nehmen wir es so her. Die mache ich jetzt noch der Reihe und schon sind sie alle ausgewogelt, ausgerollt. Nun braucht man einen großen Deckel, der weit ist. Ich habe da so eine beschichtete Pfanne, die ist auch weit und ich hoffe, dass da nicht so stark anbrennt. Und einen Deckel habe ich drauf. Wichtig, dass man einen Deckel hat, den man sollte nicht mehr aufmachen dann. Und ich habe einen Glasdeckel und da kann ich schauen, wie alles da drin vor sich geht. Da steht jetzt 250 Milliliter Milch. Da steht aber im Rezept 3 cm hoch. Das sind jetzt keine 3 cm. Vielleicht hätte der Topf ein bisschen kleiner sein sollen. Aber ich möchte auch meine Hauberl, meine Rupfhauberl, schön einsetzen können. Also gebe ich lieber nur ein bisschen Milch dazu. Also 3 cm mache ich jetzt nicht. Ich mache es vielleicht 2 cm. Und das mache ich jetzt einmal heiß. Wenn die Milch jetzt kocht, kommt da der Zucker rein. Und die Hälfte der Butter. Das lasse ich jetzt nur mal kurz aufkochen und gebe in die Mille meine Äpfel. Denn erst wenn das kocht, kommen meine Rupfhammer rein. Und zwar nehme ich die so herum, so wie so ein Hauball schaut das dann aus. Und die setzt man dann nach der Reihe in diese kochende Milch. Jetzt kippt der Deckel drauf, der sollte nicht mehr runterkommen, der muss jetzt drauf bleiben. 20 Minuten und dann sehen wir uns wieder. 20 Minuten sind jetzt vorbei und ich weiß nicht genau, ob die schon unten drin so angebraten sind oder so. Ich glaube, ich warte jetzt vielleicht noch 5 Minuten. Ich habe es so auf mittlere Hitze gemacht. Eigentlich sagt man da so gebacken. Gebacken, obwohl es nicht im Ofen drin ist, im Rohr nicht drin ist. Also 5 Minuten warte ich noch. Und dann mache ich auf und dann gibt es die Überraschung. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten zugegeben und es knackst und knistert da drin schon ein bisschen. Ich schalte jetzt einmal den Ofen aus und mache mal auf. Jetzt schauen wir mal, wie es unten drin ausschaut. Ich weiß noch, meine Mama hat so einen Eisenscherer gehabt und hat diesen Topf richtig bearbeitet, dass alle Krusten oder so Rammen rausgegangen sind. Ich habe ja beschichtete Pfanne, ich darf jetzt da keinen Scherer hernehmen. Aber, schaut mal her, da unten drinnen, da ist schon so eine braune Schicht, so ein bisschen karamellisiert. Schaut ganz gut aus. Die Gewürze auf meinen Teller. Und da lasse ich jetzt meinen Zimtzucker drüber rieseln. Der darf ruhig ein bisschen voll sein, denn wir haben fast keinen Zucker nicht drin. Und so schaut es aus, wenn sie fertig sind. Meine Rupfhaum, da habe ich jetzt 3 Stück schon fast umgelagert. Probieren muss ich es auch, damit ich es euch sagen kann, wie es überhaupt schmeckt. Bisschen dickerer Teig. Lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Schaut nicht, das könnt ihr ruhig probieren.